Ja, moin zusammen, hier ist Jens von Move Electric. Mich hat schon immer mal interessiert, wie der Reichweitenmodus bei meinem Tesla funktioniert, beziehungsweise welche Auswirkungen der hat. Jetzt haben wir es ziemlich kalt, also irgendwie so um die 0 Grad und das auch die nächsten Tage. Das heißt, ich will mal versuchen, ob ich da Unterschiede feststellen kann bei meinem Weg zur Arbeit. Das sind ungefähr 12 Kilometer, ob mit oder ohne Reichweitenmodus. Und dann versuche ich auch nochmal längere Fahrten zu machen, um dort einen Unterschied festzustellen. Also, bleibt dran, wird interessant. So, das ist also das Display fürs Fahren und dort ist der Reichweitenmodus aufgeführt hier. Und wenn ich mal auf das kleine Info-Icon drücke, dann steht da, im Reichweitenmodus wird die Leistung der Klimaanlage reduziert und dadurch Energie gespart. Das Heizen oder Kühlen des Fahrgastraums kann dadurch beeinträchtigt werden. Jetzt ist es aber so, dass ich den Reichweitenmodus eigentlich immer anhabe, bis jetzt zumindest. Und mir ist eigentlich noch nie aufgefallen, dass die Heizung irgendwie schlechter wäre, außer vielleicht, dass ich kalte Füße habe. Aber es soll halt auch die Akkuheizung dadurch beeinflusst werden. Habe ich zumindest gehört und gelesen und in anderen Videos gesehen. Das heißt also, der Verbrauch müsste ja doch deutlich raufgehen, wenn ich den Reichweitenmodus ausschalte, weil dann während der kurzen Fahrt der Akku schon geheizt wird. So, also ich schalte jetzt den Reichweitenmodus mal aus für meine Fahrt zur Arbeit. Werde jetzt mal einen Trip setzen. Da nehme ich mal den hier. Den werde ich mal umbenennen in Reichweitenmodus. Speichern. So, Reichweitenmodus zurücksetzen. Jawohl. So, jetzt ist alles auf Null und dann schauen wir mal, was am Ende, wenn ich fahre, nach 12 Kilometern dort für einen Verbrauch rauskommt. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg und der Reichweitenmodus ist ja auch dafür da, dass der Akku geheizt wird, beziehungsweise wenn man ihn ausschaltet, soll der Akku geheizt werden. Das hat natürlich dann zur Folge, dass man mit einem wärmeren Akku unterwegs ist und wenn der Akku einmal aufgeheizt ist, sollte sich der Verbrauch eigentlich auch wieder ein bisschen verringern und vor allem, wenn man dann laden muss, kann man ihn schneller laden, dann nimmt er eher Energie auf, als wenn er kalt ist. Das habt ihr vielleicht auch schon beobachtet, wenn ihr bei Eis und Schnee mal an die Ladesäule fahrt und der Akku wirklich eiskalt ist und dann habt ihr irgendwie nur noch 30, 40 Kilowatt an Ladeleistung. Im Gegensatz zu einem warmen Akku, gerade bei mir, da geht es ja dann immer sehr schnell bis 80 bis 90 ungefähr rauf Kilowatt. Und wenn er kalt ist, wird es halt deutlich geringer. Und auf Kurzstrecken macht es natürlich keinen Sinn, den Akku zu heizen, weil dann sehr viel Energie in die Heizung gepumpt wird, obwohl man eigentlich ja nur eine Viertelstunde unterwegs ist. Und laden muss man auch nicht. Also von daher macht es dann keinen Sinn, den Reichweitenmodus auszuhaben. Aber mich würde mal interessieren, wie es sich auswirkt, ob der Verbrauch wirklich signifikant höher ist, wenn man ihn ausgeschaltet hat. Bis jetzt würde ich so sagen, was ich so sehe, mein Trip, ich bin jetzt gerade erstmal 3 Kilometer unterwegs, macht das noch nicht so viel aus. Aber wir haben ja noch ein bisschen was. Wir fahren gleich auf die Autobahn und dann wird's spannend. Ja, das Schöne an meinem Arbeitsweg, in Klammern schön, ist, dass ich hier im Prinzip alles dabei habe. Ich habe so ein bisschen Landstraße dabei, ich habe ein bisschen Stadtverkehr dabei, ich habe Stop and Go dabei, da bin ich nämlich jetzt gerade, und ich habe Autobahn dabei. Alles auf 12 Kilometern komprimiert, also schon eine schöne Teststrecke. Und was ich bis jetzt so sehe, ist der Verbrauch, auch wenn der Reichweitenmodus aus ist, jetzt irgendwie nicht höher, als ich ihn sonst kenne. Aber ich mache morgen bei denselben Temperaturen nochmal eine Vergleichsfahrt, wo ich ihn einschalte, dann sehen wir das ganz genau. Jetzt habe ich die Hälfte geschafft und stehe jetzt hier leider wieder im Stau. Abfahrt Überseestadt ist an der Autobahn immer irgendwie Stau morgens.
Dauert nicht lange, aber das ist halt sehr zäh hier und fädel ich mich gleich ein. Und man sieht ganz schön, warte, ich stelle das mal eben um, Moment. Also man sieht hier, glaube ich, ganz gut, dass die Rekuperation immer nur so ein bisschen möglich ist. Das sind diese gelben Linien. Das heißt, ich kann, wenn ich das so richtig interpretiere, bis maximal 25 kW rekuperieren. Also bis maximal 25 kW geht gerade Leistung in den Akku. Ob ich jetzt bremse oder lade, das wäre egal. Und eigentlich sollte die Akkuheizung, wie gesagt, dazu führen, dass diese gelbe Linie schneller verschwindet. Habe ich jetzt aber momentan nicht den Eindruck, dass das schneller geht. Jetzt sind wir ungefähr, weiß ich nicht, 8 Minuten unterwegs. Und wir haben 1 Grad. Ja, bei so einem Stop and Go ist es immer eigentlich ganz schön, den Autopilot einzuschalten, weil dann muss ich nichts machen. Dann fährt der Wagen mal schön die Spur und hinter dem Vordermann her. Und es ist dann nicht so nervig, dass man sich ständig auf Bremsen und Gas geben konzentrieren muss. Ja, das wird jetzt ungefähr noch so 5 Minuten dauern, bis ich hier durch bin. So, wir sind angekommen. Wir haben insgesamt 12,6 Kilometer gefahren, 3,6 Kilowattstunden Verbrauch, Durchschnittsverbrauch 284 Wattstunden pro Kilometer. Das ist natürlich schon ganz ordentlich. Und die Rekuperationsstufen sind irgendwie nicht zurückgegangen. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, wenn ich den Reichweitenmodus aus habe, dass der Akku dann schneller warm wird. Aber so wie das aussieht, ist es irgendwie nicht. Dann gucken wir mal, ob der Verbrauch dann morgen auf der Hinfahrt, wenn ich den Reichweitenmodus anhabe, ob der dann irgendwie anders ist. So, ich schalte jetzt mal den Reichweitenmodus wieder an. Wir haben schon wieder einen neuen Tag. Auf dem Weg zur Arbeit geht es gleich wieder los. Wir haben im Prinzip die ähnliche Temperatur wie gestern. Wir haben heute auch minus 1 Grad draußen. Und dann geht's jetzt mal los. Ja, nicht vergessen, ich muss den Trip noch zurücksetzen. Reichweitenmodus zurücksetzen. So, ist wieder auf Null. Kann losgehen. Ja, im Moment ist es wirklich so, dass ich kaum Rekuperation habe. Wir haben hier 6 Striche auf dem Display, 6 gelbe Striche. Mal sehen, wie sich das dann entwickelt im Laufe der Fahrt. Bin wieder angekommen, wieder 12,8 Kilometer, 3,4 Kilowattstunden verbraucht und ein Durchschnittsverbrauch von 267 Wattstunden pro Kilometer. Der Durchschnittsverbrauch liegt also ein bisschen unter dem Wert von gestern. Ja, so ganz eindeutig ist das Ergebnis jetzt aber auch nicht, denn auf der Hinfahrt diese eine Strecke habe ich zwar mit Reichweitenmodus an weniger verbraucht im Durchschnitt als mit aus, aber wenn ich den Tag insgesamt mir anschaue, also Hinfahrt zur Arbeit, Fahrt in die Stadt zum Mittagessen und wieder Rückfahrt von der Arbeit nach Hause, dann habe ich tatsächlich mit Reichweitenmodus an mehr verbraucht als mit Reichweitenmodus aus. Wie kann das sein? Also ich kann es mir nur so erklären, dass es durch unterschiedliche Verkehrssituationen mehr oder weniger Stop and Go zu tun hat. Also andere Faktoren fallen mir nicht ein. Also das Fazit wäre jetzt ja für mich, dass man den Reichweitenmodus auf kurzen Strecken im Prinzip an- oder ausschalten kann. Das ist fast egal. Das, was ich gemerkt habe, war halt bei Reichweitenmodus aus, dass die Heizung besser funktionierte. Also es war schneller warm und auch im Fußraum war es schön warm. Und bei Reichweitenmodus an war die Heizleistung einfach schwächer. Das ist ja auch so auf dem Papier richtig. Von der Akkuheizung konnte ich jetzt auf Kurzstrecken nichts merken. So dass mein Fazit eigentlich wäre, Kurzstrecke Innenstadt
Mach den Reichweitenmodus aus, weil dann wird es schneller warm, vor allem im Winter. Ansonsten vielleicht auf Langstrecke, die habe ich noch nicht getestet, dass es da ein bisschen was ausmacht, aber da gibt es ja auch einschlägige Tests, also so gravierend sind die Unterschiede, glaube ich, nicht. Von daher, ambivalentes Fazit, probiert es doch einfach selber mal aus und wenn ihr andere Erfahrungswerte habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, fand es ein bisschen interessant. Abonniert meinen Kanal sehr gerne, ich freue mich darüber und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.